Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Lee Songbok, Schnee fällt. Schnee fällt, Sehnsucht, die sich verflüchtigt. Schnee fällt, Schichten von Schnee, ein Leib, der keine Sehnsucht kennt. Schichten von Schnee, nur Schichten von Schnee. Das Gedicht stammt von dem südkoreanischen Autor Lee Songbok, 1952 geboren in Südkorea, hat er in Seoul Philosophie studiert und hat sich schon sehr früh literarisch betätigt. Er hat seinen Militärdienst abgeleistet, dann französische Literatur studiert, sich einen Namen als Dichter gemacht und war längere Zeit über ein Jahr und 2 Jahre hinweg in Frankreich. Er hat seine Doktorarbeit über einen französischen Autor des 19. Jahrhunderts geschrieben und dann in Daegu im Osten Koreas gelegen, eine gelegene Universitätsstadt, französische Literatur und kreatives Schreiben gelehrt. Er hat mehrere namhafte südkoreanische Literaturpreise erhalten und sich 2012 vom Lehrbetrieb zurückgezogen. Er lebt in Daegu und schreibt und dichtet weiter. Seine Werke wurden von der europäischen Literatur beeinflusst. Da sind Namen zu nennen: Baudelaire, Kafka, Proust, aber auch Friedrich Nietzsche. Er ist mehrfach übersetzt worden ins Englische, ins Französische und auch seit einigen Jahren ins Deutsche. Und in den deutschen Übersetzungen wurde ich aufmerksam auf ihn, als ich mich auf meine Südkorea-Reise letztes Jahr vorbereitet habe. Ich kann kein Koreanisch. Ich darf also streng genommen eigentlich auch keine koreanische Literatur interpretieren, wenn ich mich als Wissenschaftlerin outen will. Aber das ist mir zu eng gefasst. Ich liebe Literatur und ich möchte über sie sprechen können, selbst wenn ich weiß, dass ich letztlich nicht alles erfassen kann, was eine Literatur beinhaltet, deren Sprache ich nicht kenne, an kulturellem Wissen, an Hintergrundinformationen, an Assoziationen, die durch die sprachlichen Gegebenheiten gegeben sind. Korea und seine Literatur sind eben nun auch, das weiß ich, vollkommen anders als das, was wir in Europa kennen und wie wir in Europa Literatur begreifen. Vor allem die Lyrik hat einen ganz anderen Stellenwert als bei uns in Europa. Und das kommt auch daher, dass Korea viele Jahrhunderte lang, bis 1910 eigentlich, ganz stark von China beeinflusst war. Korea war oft die Brücke zwischen China und Japan und sehr viel, was aus China kam, wurde über Korea dann zum Beispiel nach China, nach Japan vermittelt, wie zum Beispiel das Zen, was dann in Japan eben auch eine große Rolle gespielt hat. In China hatte das Gedichteschreiben eine eminent politische Bedeutung. Wenn man als Politiker oder hoher Staatsbeamter Karriere machen wollte, musste man eine Staatsprüfung ablegen. Und diese Staatsprüfung sah vor, dass man Gedichte in traditioneller Weise schreiben konnte. Und Korea hat das übernommen bis 1910. Die Aristokratie, die die hohen Stellen in der Politik besetzte, die sogenannten Yangban-Angehörigen, stellten hohe Beamte im Staat und mussten in einer Prüfung Gedichte schreiben können und Gedichte
zeigen, dass sie diese Gedichte in einer traditionellen Weise schreiben konnten. Lyrik hat also eine eminent politische Funktion in Korea und das ist geblieben. Bis heute hat die Lyrik in Korea eine eminent politische Funktion. Lyrik wird gelesen, wird in Fernsehsendungen verbreitet und hat damit einen ganz anderen Stellenwert als in Europa. Für uns ist Gedichteschreiben eine Privatangelegenheit. Man offenbart persönliche, private Empfindungen. Und bis natürlich auf, abgesehen von politischer Lyrik, bleibt Lyrik etwas, was das persönliche Umfeld des Lyrikers betrifft. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, bei uns wäre Lyrik etwas, was Politiker lernen müssten, um ein Amt zu bekommen. Also unsere Kanzler oder unsere Kanzlerinnen oder vielleicht auch ein amerikanischer Präsident müssten beweisen, dass sie gut auf traditionelle Weise Gedichte schreiben könnten und dass sie in diesen Gedichten auch ihre Ethik und Moral offenlegen müssten. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Gedankenspiel, was einen dann doch schmunzeln lässt. Lyrik in Korea ist also eine politische Angelegenheit und das bedeutet, sie muss auch im Kollektiv, im Gemeinwesen verständlich sein. Sie muss kollektive Erfahrungen ansprechen. Selbst heute ist das der Fall, wo in Korea der Individualismus und die Ich-Zentriertheit immer mehr Raum greifen. Das bedeutet aber, dass die Lyrik in Korea eben sehr oft oder fast immer allgemein verständlich ist und sehr bildhaft in der Regel. Und gerade Leslyrik ist eine sehr bildhafte Lyrik, wie immer wieder betont worden ist. Für mich war das eine Offenbarung. Als ich anfing, koreanische Lyrik zu lesen, war das für mich ein so erfreuliches Erlebnis, weil ich mit dieser Lyrik etwas anfangen konnte, unmittelbar etwas anfangen konnte. Über die sprachlich-kulturellen Grenzen hinweg war sie mir verständlich. Ich wusste, ich weiß, dass in den Übersetzungen sehr viel verloren geht, aber dennoch konnte ich mit diesen Texten etwas anfangen und ich ging jedes Mal nach einer Lektüre eines Gedichts als bereichert hervor. Und das geht mir eben auch bei diesem Gedicht Schneefeld von Lee so. Bevor ich etwas genauer eingehe auf dieses Gedicht, muss ich noch etwas zur koreanischen Sprache sagen. Das ist für dieses Gedicht eminent wichtig. Die koreanische Sprache hat eine ausgeklügelte Grammatik. Und diese Grammatik regelt auch in erster Linie ganz genau die Beziehung zwischen Sprecher und Angesprochenem. Wie sieht die Beziehung aus? Ist es eine nahe Beziehung, eine ferne Beziehung? Ist sie distanziert? Spricht man, geht sie von gleich zu gleich? Ist sie von oben nach unten hierarchisch gemeint? Betrifft es jemanden aus der Familie? Betrifft es jemanden aus dem Freundeskreis? Ist sie ehrfürchtig? Das regelt die Grammatik dieser Sprache. Spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg schreiben die Koreaner auf Koreanisch und in ihrer koreanischen Schrift, dem Hangul. Vorher, also bis ins 20. Jahrhundert hinein, war das Chinesische ihre Sprache und auch die chinesische Schrift die Schrift, in der ihre Gedichte niedergelegt waren. Und das war ausgesprochen schwierig, denn die chinesische Sprache ist grammatikalisch gar nicht so differenziert wie die koreanische und die ganzen Beziehungen, die dieses Koreanische ausdrücken kann, geht im Chinesischen verloren. Lee ist dafür berühmt,
dass er Assoziationen freisetzt. Und das will er auch ganz offenkundig beim Leser. Er ist berühmt dafür, dass er sich frei macht von literarischen Konventionen, dass er seine Interpreten herausfordert und dass er sehr, sehr frei mit der Sprache und der Grammatik umgeht, was zu verblüffenden Ergebnissen führt. In allen seinen Gedichten geht es um existenzielle Fragen des Menschen, philosophische Fragen. Was ist der Sinn des Lebens? Warum sind wir hier? Warum sind wir geboren worden und wohin gehen wir? In einem Interview, das Lee 2004 gegeben hat, wird sein Arbeitszimmer beschrieben. Und in diesem Arbeitszimmer stehen Fotos von Beckett, Mandelstam und Kafka. Dort stehen Steine und Fossilien, eine Christus-Ikone, eine Statue der Jungfrau Maria, ein Buddha und ein Avalokiteshvara. Lee sagt von sich selber: Ich bin ein Gläubiger ohne Glauben. Ich liege immer im Streit mit dem Leben. Und was das Leben angeht, so bin ich Pessimist. Lee beschreibt in seinen Gedichten eine irrationale Welt, eine kranke Welt, die beherrscht ist von Lügen und Betrügereien, die zwischenmenschlichen Beziehungen zerstört. Und diese Lügen und Betrügereien sind allgegenwärtig. Das sind seine Themen. Und darum geht es eigentlich in gewisser Weise auch in dem Gedicht Schnee fällt. Wir schauen es uns nochmal an. Sie können es unten in der Beschreibung nachlesen. Schnee fällt, Sehnsucht, die sich verflüchtigt. Schnee fällt, Schichten von Schnee, ein Leib, der keine Sehnsucht kennt, Schichten von Schnee, nur Schichten von Schnee. Auffallend ist in dem Gedicht, dass sehr wenige Worte oft wiederholt werden. Wir haben 7 kurze Zeilen, darin tauchen 5-mal die Worte Schnee auf, 3-mal Schichten und 2-mal die Worte Sehnsucht, das Wort Sehnsucht. Das Gedicht ist sehr bildhaft. Man sieht, wie Schnee fällt. Man sieht, wie weiße Flocken vom Himmel auf die Erde von oben nach unten fallen, wie sie sich auflösen. Beschrieben wird die reine Bewegung. Nicht das Woher, noch das Wohin. Vor allem keine Wirkung auf Dinge, auf Objekte, auf die der Schnee fällt. Es ist die reine Bewegung, die beschrieben wird. Ich muss mich ein wenig korrigieren, denn ganz so stimmt meine Aussage nicht. Es wird sehr wohl eine Wirkung beschrieben, nur betrifft diese Wirkung eben nicht ein Objekt, auf das der Schnee fällt, sondern das Objekt selbst, den Schnee. Dieser Schnee verändert sich. Er wird gleichgesetzt mit Sehnsucht, einer Sehnsucht, die sich verflüchtigt, einem Leib, der keine Sehnsucht kennt. Ich habe die Übersetzung durchgesprochen mit der Koreanerin und Korea-Spezialistin Dr. Ho-Nam Seelmann, die sehr viel und immer wieder über Korea geschrieben hat und schreibt und Bücher veröffentlicht hat zur Geschichte Koreas. Und sie hat mir nun sprachliche Nuancierungen vorgeschlagen, die in der Übersetzung des Verlages, der dieses Gedicht 2011 herausgegeben hat, anders lauten. Die Wirkung betrifft den Akteur Schnee. So haben wir es gemeinsam auf Vorschlag von Frau Seelmann herausarbeiten können. Das handelnde Subjekt ist betroffen.
Ich muss mich noch einmal korrigieren. Es wird sehr wohl noch eine Wirkung auch auf ein Objekt beschrieben. Denn was ist Sehnsucht, mit der Schnee gleichgesetzt wird, anderes als etwas, was sich auf ein Objekt bezieht? Man hat Sehnsucht nach jemandem, Sehnsucht nach etwas. Das ist ein ganz starkes Gefühl für etwas, für ein Objekt dieser Sehnsucht. Von diesem Objekt ist aber eigentlich nicht die Rede, es ist sozusagen nur indirekt da. Nur das Gefühl, das sich verflüchtigt, das wird angesprochen. Der Vorgang wird beschrieben als ein Vorgang, in dem sich Schichten ablagern, wie Erinnerungen, die an diesen Vorgang bleiben und sich übereinander ablagern. Ich habe mir andere Schneegedichte gesucht, wie sie zum Beispiel in Europa geschrieben werden. Und wenn man diese Schneegedichte anguckt, dann wird in diesen Gedichten fast immer die Wirkung auf Objekte beschrieben, auf die Natur, auf die der Schnee fällt, auf die Erde, die Pflanzen, die Menschen und die Tiere. Sie verändern sich, sie verschwinden unter dem Schnee oder sie tauchen auch wieder auf. Alles wird weiß, was vorher grau oder bunt war. Oder auch alles wird auf einmal still, was vorher laut war. Alle Sinne sind angesprochen und die Wirkungen auf uns und auf die Objekte werden beschrieben. Es wird beschrieben, wie Menschen und Tiere sich im Schnee gebärden, wie sie sich freuen, wie sie sich vergnügen, aber auch wie sie erfrieren, wie sie Spuren hinterlassen im Schnee oder wie diese Spuren verschwinden. Immer wird eine Wirkung beschrieben und diese Wirkung kann positiv aussehen, sie kann aber auch negativ sein. Bei Lee ist nichts davon zu spüren. Wie gesagt, nur der Vorgang, der Prozess als solcher steht im Mittelpunkt. Und da muss man natürlich unwillkürlich an Dao und den Weg denken, den Weg ohne woher oder wohin und ohne Ziel. Wer spricht? Was für ein lyrisches Ich ist zu bemerken? Es fehlt völlig. Ein lyrisches Ich ist in diesem Gedicht nicht zu beobachten, auch kein angesprochenes Du, obwohl Sehnsucht ganz stark im Spiel ist. Wie gesagt, wir haben gesagt, Koreanisch ist eine Sprache, die ganz stark die Beziehung zwischen Sprecher und Angesprochenen betont. Und nun wird in diesem Gedicht verblüffenderweise davon überhaupt gar keinen Gebrauch gemacht. Es ist von reiner Beziehungslosigkeit die Rede, beziehungsweise von eigentlich einer verloren gegangenen Beziehung. Etwas, was sich verflüchtigt, was sich so verflüchtigt, dass es zum Schluss gar nicht mehr da ist. Das heißt, dass Lee freie Assoziationen beim Leser herausfordert. Und vielleicht ist es dann auch erlaubt, für mich das Wort Schnee mit dem Wort Wort zu ersetzen. Schauen Sie sich das Gedicht einmal an und ersetzen das Wort Schnee einfach durch das Wort Wort. Dann haben wir es mit etwas zu tun, mit einem Wortwechsel, mit Worten, die in einen leeren Raum fallen, kalten, weißen Worten, bei denen ein Gefühl verloren geht, das Gefühl der Sehnsucht bis zur Unkenntlichkeit. Diese Worte fallen, überlagern sich, zum Schluss bleibt nur die Erinnerung an diesen Wortfall übrig und die Sehnsucht zwischen Sprecher und Angesprochen ist verloren gegangen. Wenn diese Assoziation erlaubt ist, wenn diese Interpretation erlaubt ist, dann freilich haben wir es wieder mit einer eminent politischen Aussage zu tun, gerade auch für das moderne Korea. In einem modernen Korea, in dem die alten Beziehungsgefüge
verloren, kaputt gehen, in Frage gestellt werden, die Familie, die größeren familiären Beziehungen, die Gesellschaft als Beziehungsgefüge, wo die Ich-Zentriertheit, der übergroße Individualismus immer größeren Raum einnimmt, hat dieses Gedicht eine eminent politische Aussage, nämlich genau diese neue moderne Beziehungslosigkeit zum Ausdruck zu bringen. Aber es ist mehr noch. Über die kulturellen Grenzen hinweg, über die weite Entfernung Europa, Korea hinweg, können wir Europäer mit diesen Gedichten etwas anfangen. Wir verstehen es in der Moderne, wir sind vertraut mit dem Gedanken, dass die Sprache, die eigentlich angelegt dafür ist, dass Menschen miteinander kommunizieren, dass sie in einen Dialog eintreten, dass dieser Dialog schwierig geworden ist. Und zwar so weit schwierig, dass er zu scheitern droht. Eigentlich haben wir es bei diesem Gedicht mit einem wahren Paradoxon zu tun, das eines Kafka würdig ist. Wir treten ein in einen gelungenen Dialog mit einer fremden Kultur, der uns sagt, dass dieser Dialog eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, aber eben doch nicht.